Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hofbergmann. Wie ihr seht, wir haben unseren alten Fan wieder mit 17,2 Stunden. Uhrzeit wird wahrscheinlich jetzt nicht ganz passen, weil wir halt jetzt ein bisschen gespult haben und ich nicht sinnlos irgendwo rumgefahren bin. Aber sonst ist alles wie beim Gleichnis. So Geld passt jetzt, Kredit haben wir nicht mehr. Wir haben die Schweine. Wir haben den Fliegelauflieger uns gekauft und wir haben die Frontleiterkonsole, die steht jetzt schon am Hof, weil die halt ja vom MB-Tag die Frontleiterkonsole ist und da schon dort ist. So, mit dabei ist der Daniel, den vergesse ich jetzt wieder. Servus. Ja, ich war dabei, Getreideschrot zu holen. Ja. Wobei, jetzt können wir ja Schweinefutter wieder kaufen. Ja, trotzdem kannst du es ja nicht kaufen. Achso. Ich hätte es ja von dem gemieteten Geld gekauft, aber das ging ja nirgendwo. Okay. Das war ja das Problem. Und die Big Packs sind mir ehrlich gesagt dafür zu teuer. Ja, ich weiß schon. Hatte der Feed-Trailer an Standort? Ja, oben neben, also oben. Bei der Footmischeranlage ganz, wenn du davor stehst, müsste auf der linken Seite der zweite Platz der Einsteuer stehen und auf der rechten Seite ganz an der Wand dort, also ganz okay. Rechts, wenn du davor also stehst, ganz dann der dran, dort. Aber wenn ich hier bin, mache ich jetzt auch gleich noch das Mehl. Servus. Ja, servus, du mich auch. Ich habe hier viel zu viel Rocken das letzte Mal hingebracht, ey. Ja, ist doch gut jetzt. Ja, also Daniel, ich hole dich ja mal um die Säcke hier aufzunehmen, mit dem Auto. Viel Spaß. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, aber der Haufen ist was doppelt so groß wieder. Nee, habe ich nicht gesehen. Aber wohin soll ich kommen? Wie sollst du nicht, aber das nächste Mal, wenn wir Mehl brauchen, dann schicke ich dich im Auto an. Ach so, jetzt. Dann machst du das mal. Sehr freundlich. Ja, ich hab das schon die ganze Zeit. Es fällt das Mehl schon von dem Dings runter. Es ist fast der Betonvorsprung nicht mehr jetzt. Es fällt schon runter auf den Boden, weil zu viel Mehl da liegt. Haben wir zufällig ein Förderband? Ich bezweifle, das ist scheiße. Glaube ich nicht. Was kostet uns so ein Förderband? Jetzt wollen sie mich doch echt trollen, oder? Um 100 Euro lang für so ein blödes Förderband kriegst. Haben wir einen neuen Kipper und können die nicht mehr leer machen, weil sonst müsste ich, obwohl wir können ja mit der Hand schaufeln. Ne? Mit einem kleinen Frontlader. Schaufelst du dich halt dann zu Tode. Schön. Ja, oder wir mieten halt schnell einen Teleskoplader, das wäre ja auch eine Variante. Also das werde ich machen. Das glaube ich am einfachsten, ja. Sag jetzt mal, das sind hier 6000 Liter, was ist denn 6x4? 24, gell? Dann brauche ich 24.000 Liter Kartoffeln. Oder, warte, wir brauchen 28 Liter Kartoffeln, weil wir sind jetzt 7000 Liter. 7x. Obwohl, nee, 7x3, 21.000 Liter Kartoffeln brauchen wir. Sind ja 25% Getreideschrot und.
Ich habe irgendwie das Gefühl, dass unser Haufen keine 21.000 Liter Kartoffeln sind. Das heißt, es wird ja immer besser. So. Kartoffeln haben wir nirgends angebaut. Ja, wir haben ja Zuckerrüben angebaut. Ja. Achso, ja, geht ja genau. Stimmt. Aber wir haben halt noch 3 Kartoffeln gefüllt im Lager und. Doch so viel. Ja, das ist halt bei der letzten Ernte übrig geblieben, sag ich mal so. Wenn ich den rechnen dürfte, ich werde ich auch glatt, dass ich hier ungefähr 21.000 Liter hinbekomme. So werde ich einfach nachschauen, wenn ich nicht alles eingeladen habe, wie viel jetzt im Anhänger drin sind. Ich bezweifle, dass dieser kleine Haufen dann noch 21.000 Liter sind. Was sind das für eine? Ach, den hast du gemietet jetzt. Ja. Ja, der hat eine 2.500 Liter Schaufel. Geht ein bisschen schneller. Okay. Ich dachte wohl, das ist ein normaler Teil, ist gut, Leute. Nee, das ist. Ich finde den zum Schaufeln oder so, finde ich den eigentlich was praktischer. Okay. Ja, durch das, dass er halt so eine schöne Knickgeichsel hat, kannst du halt meistens schöner lenken, weißt du? Wenn du schaufelst oder so. Ja, über schon. Aber das geht auch nur mit Lenkrad schön. Ja. Deswegen habe ich ihn ja gemietet. Ja. Tastatur ist es sehr nervig. Ja, wobei Luki mag ja Radlader und so, gell? Also Radlader geht, finde ich, auch, weil mit dem muss jetzt nicht so extrem rangieren. Ja, mit dem Teleskoplader auch nicht. Naja. Natürlich kommt nur drauf an, was du machst, aber. Sagen wir so, im Normalfall eigentlich auch nicht. Ich finde dieses Kartoffel, also dieses Erdfrüchtelager da ja mega geil, gell? Dieses Schüttgutlager. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Hast du ja noch nicht gesehen, wo die Kartoffeln sind? Das ist so ein Bunker, der extra für Kartoffeln und Zuckerrüben gemacht ist, weil er von hinten so ein Lüftungsloch hat. Die von hinten nach vorne durchgelüftet. Dass sie nicht gammeln. Finde ich eigentlich mega geil. Vor allem funktioniert es so einigermaßen zuverlässig, weißt du? Es ist zwar keine Füllstandsanzeige, weil es halt in dem Sinn kein Lager ist. Also es ist halt ein schöner Platz, wo du was auskippen kannst, weil halt die Wände und so alle Kollision haben und halt nicht durchbackt und so. Ja, das da hinten. Ja, genau. Diese 4 Plätze da. Magst du mir was sagen, wie viele Liter Kartoffeln schon in dem Auto im Bullet drin sind? Also im Flügelkörper? Aber eine Anzeige hat man nicht, wie viel drin ist. Magst du mir nachschauen, wie viel im Körper schon drin ist? 13.000, genau. Oh, geil. Magst du mit dem Fendt einmal mit mir rüberfahren? Also zum Hof rüberfahren? Ja. Kann ich machen. Will doch mal sagen, wie viel drin ist. Jetzt. Komm gleich. Jawohl, warte, ich mach's einfach. Ja, 15.256. Ja, passt ja. Um...
Wo sollen die hin? Kannst du einfach nicht so weit weg, aber einfach auf den Hof kippen dann. Ja, da wo du jetzt bist, kannst du hinkippen. Ja. So. Ja, passt schon, ich hoffe, ich stelle euch hier weg. Also ja, dann kippe ich nach links aus. Oh ne, nach rechts ist schon. Ne. Kann man zumindest noch durchfahren. Ja, wie gesagt, in 5 Minuten wirst du wieder den ganzen Hof haben. Okay. Nach hinten wäre klüger gewesen, würde ich sagen. Das stimmt. Ich hätte mir gedacht, dass der es so komisch davor abgibt. Du kannst dann schon mal dieses kleine, diesen Silo-Skipper da, dieses. Du weißt schon, dieses dreieckige Miniteil mit dem Schlauch hinten dran holen. Hä? Was? Ja, damit, wo wir Saatgut und so eingelagert haben. Ach, dieser Anhänger da. Silo-Hopper da, oder wie das Teil heißt. Ja, okay. Wo steht der? Neben dem Güllesilo. Da, wo du ihn sogar hingestellt hast. Und der Schlauch hängt da an der Wand. Wo ich den hingestellt habe? Ja. Jetzt fährst du dann vorbei. Ach, da unten. Ah, jetzt sehe ich noch. Sechs muss ich den Schlauch wieder vor der Wand nehmen. Genau, und den Schlauch kannst du dann gleich hinten, also mitnehmen. Und dann fährst du hier einmal draußen über die Straße drüber und da drüben ist so ein Silo. Und da kannst du ihn gleich montieren. Das heißt, der hier Getreideschub kommt nämlich da rein. Wie macht man den nochmal fest? Einfach mit rechte Maustaste, ja. Kannst du ja an der Seite irgendwie drauflegen. Muss halt schauen, wo. Ach komm schon. Jetzt bin ich wieder dein, dass ich mit den Schläuchen abwischen muss. So, die Idee ist ganz gut, aber die Umsetzung ist schlecht gemacht. Die Umsetzung, sagen wir es so, sie ist nicht schlecht gemacht, sie ist gewöhnungsbedürftig und hat halt ein paar Fehler drin. Weil es aktuell nicht besser möglich ist durch den Rechts, weißt du? Weil wenn ich könnte jetzt sagen, was willst du denn anders machen? Naja, bräuchte so einen gescheiten Trigger. Punkt. Kannst über die Straße drüber. Musst du kurz hinfahren und da ist dann das Silo-Ding. Über die Straße rüber. Ach, da drüben, ja. Geradeaus, rückwärts hin. Ja. Kannst gleich einen Schlauch montieren und alles. Weil da finde ich dann das Getreideschutz, was ich nicht brauche, kümmere ich dann bei dir hinten rein. Ja. Spaß mit unseren Kartoffeln. Aber meine lieben Freunde, hiermit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Danke für euer Verständnis, dass es nicht ganz optimal jetzt war. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Servus. Servus.